Ja, guten Tag. Ich erzähle euch was über angewandte Transit-Nörderei im Datenjournalismus-Kontext. Und es wird irgendwie ein wilder Ritt durch Datenanalysen, Sensationen, also irgendwie Sachen, die halt schon mal passiert sind, auch jetzt von diversen anderen, um einfach mal so einen Überblick zu zeigen, so was gibt es an Projekten. Und dann so ein bisschen, was kann man machen, was könnt ihr machen, wie kommt man an so Daten ran, wen muss man bepöbeln. Angefangen hat das bei mir alles in München. Und zwar mit NVG Rad, das ist es von den Stadtwerken München, die sich gedacht haben, boah, wir brauchen Bikesharing. Der Unterschied zu anderen ist, die haben sich tatsächlich eine White-Label-Lösung von Nextbike gekauft. Und das wird später noch relevant. Ich war mehr so interessiert, so, wo sind diese Fahrräder? Wie viele Fahrräder sind das eigentlich? Und natürlich kann man da in die App gucken, aber irgendwie das Wegskripten und sich Benachrichtigungen bauen ist halt lustiger. Und so habe ich angefangen, einfach mal sämtliche Standorte dieser MVG-Radräder im 5-Minuten-Takt wegzuscrapen und habe das dann im lokalen Code for Germany Lab in München so ein bisschen Leuten gezeigt und erzählt. So, ich sitze da auf einem Batzen Daten über Fahrräder, wo die so rumstehen in der Stadt, was kann man denn da machen? Und dann hat sich lustigerweise Manuel da drauf geworfen und der fand das total interessant und hat so ein bisschen eine Auswertung gebaut. Also das ist die Webseite dazu, die ganzen Links kann ich euch hinterher noch bewerfen. Das ist so eine Auswertung Radlquartier München. Das heißt, er hat sich hier die Stadtteile genauer angeguckt. Dann konnte man halt auf einen draufklicken, hat dann irgendwie so ein bisschen Details dazu gekriegt, nämlich tatsächlich einen Wochen-, Monats- und Jahresverlauf. So, wann sind wie viele Fahrten in diesem Viertel? Und das Spannendste war eigentlich so eine Hexagonkarte, die halt einfach die Endepositionen angezeigt hat. Und damit war hier schon relativ klar, okay, wo es sehr, sehr dunkel ist. Ich habe es jetzt leider für den Screenshot nicht gemacht, aber oben rechts kann man halt einen Layer anschalten, wo man auch die Stationen sieht. Also das ist so ein Free-Floating, aber auch stationsbasiertes Bike-Sharing in München. Das heißt, bei den dunkleren Punkten sind wahrscheinlich Stationen gewesen. Wir haben aber durchaus auch immer zwei, drei so Punkte in einem Stadtteil gefunden, die halt, wo es keine Station gab und wo Leute trotzdem waren. Und das zeigte sich dann halt relativ flott so, hey, ja, könnte die Stadt halt irgendwie eine Station hinbauen, damit A, die Fahrräder ein bisschen aufgeräumter sind, man sie wiederfindet und halt vielleicht auch geladen werden und sowas. Und so begab sich zu einer Zeit, dass tatsächlich der Radbeauftragte in München in so ein Code for Munich-Treffen reingestolpert ist, diese Karte gesehen hat und ganz, ganz große Augen gekriegt hat, denn die haben so eine Auswertung nicht gehabt. Also vor allem so, wo enden Fahrten, beziehungsweise wo stehen unsere Räder? Und meinte dann so, boah, ja, vielleicht sollte man da halt echt mal Stationen hinbauen. Und das war halt so ein pures, wir scrapen Daten weg, werfen es mal irgendwie auf eine Karte. Hat dann schon zu ein bisschen was geführt. Und das Schöne daran war, das war halt hier so eine relativ einfache Nextbike-API. Jetzt im Münchner Spezialfall, sieht man da unten schon, mvg.de ist es jetzt nicht die normale Nextbike-API, die wäre offen, dadurch, dass München sich diese White-Label-Lösung eingekauft hat, befindet sich das unter einer leicht anderen URL, aber aus derselben API fallen halt dann nicht nur Fahrräder raus, sondern auch irgendwie Autos und ich glaube, Scooter haben sie mittlerweile auch drin. Sonst bietet Nextbike aber tatsächlich halt so eine GBFS-API, also das ist die General Bike Share Feed Specification, die halt tatsächlich in so einem JSON-Format beschreibt, wo sind Fahrräder. Und das haben wir dann auch zum Anlass genommen, um das zum Beispiel in Citybikes einzubauen. Citybike.es ist halt eine Live-Karte, eine weltweite Live-Karte. Wäre das jetzt nicht nur ein Screenshot, sondern halt auch eingebunden, dann würden hier die ganze Zeit so lustig Punkte aufploppen, weil man halt Fahrräder sieht, die ausgeliehen werden und die zurückkommen. Und dann passierte O-Bike. O-Bike war relativ lustig am Anfang, weil die haben halt sehr unvorbereitet einfach mal 6000 Fahrräder über München ausgekippt. Die Position habe ich dann auch weggescrapt, schon eine längere Zeit. Und es passierte relativ kurz, ja, da im Dezember 2017, dass halt BR Data damals auch rausgefunden hat, okay, es gibt halt irgendwie diese Einladungs-API und da fallen halt einfach mal Kundendaten raus. Und also das war so einer der ersten Schläge für O-Bike. Dann kam halt noch dazu, dass sie ihr ganzes restliches System nicht im Griff hatten, nicht teilweise Monate nach Launch immer noch niemanden hatten, der für den deutschen Markt eigentlich zuständig war. Das heißt, die Stadt München wusste nicht, mit wem sie da eigentlich reden kann, wenn da so ein Fahrrad im Baum hängt.
O-Bike hatte da halt auch wieder eine schöne API. Die habe ich dann halt eben auch weiter weggescrapt. Und da, es zeigte sich dann, das war ganz sinnvoll gegen Ende von O-Bike, also wo sie dann wieder keinen Ansprechpartner mehr in Deutschland hatten, untergetaucht sind. Und dann ging so die Story rum, ja, okay, O-Bike ist weg, sie zahlen euch die Kaution nicht. Und vor allem, die werden jetzt die Fahrräder einsammeln. Und anhand der Daten konnte man halt klar nachweisen, so, die sammeln gerade gar nichts ein. Und das Einzige, was da passiert, ist, die Fahrräder, die so Stück für Stück in den Daten verschwinden, sind halt welche, bei denen der Tracker-Akku leer geht. Das heißt, sie stehen halt weiter rum und melden sich halt nur nicht mehr. Und schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass irgendwie im Dezember halt jemand einen Twitter-Account aufgemacht hat, da im November sogar, gemeint hat, hier ist eine APK, installiert die auf eure Telefone, dann kriegt ihr diese Fahrräder auf. Ja. Ist mir vorhin erst aufgefallen mit dem Projektnamen. Das ist ein bisschen bitter. Ja, und ein paar Monate später haben sich dann Scooter angekündigt. Und da war eigentlich für mich eher so die Frage, boah, Scooter, voll schön, mal gucken, in welchen Städten die auftauchen werden. Und ich bin da eher nicht so auf eine, keine Ahnung, klassische Recherchemethode gekommen, sondern habe halt auch erstmal wieder Dinge zerlegt. Und dabei tauchte zum Beispiel hier auch dieses Fleet-Management-Portal von Voi auf. Fleet Management, das ist das Teil, mit dem die halt die Scooter nicht nur abwerfen, sondern halt auch so ein bisschen verwalten, wo sie hinkommen, ist er leer, müssen sie ihn warten, wo sind die Nutzer und so weiter. Und da passierte dann halt auch das, dass dieses Fleet Management Portal, obwohl ich ja kein Login dafür habe, relativ gut mir das angucken konnte, wie sie das gebaut haben. Denn das Schöne an moderner Webentwicklung ist, dass aktuell Leute alles versuchen, im Browser zu machen. Also nicht nur irgendwie eine Anfrage schicken und darauf warten, dass der Server irgendwie antwortet und dann kommt wieder eine neue Seite und dann zeigt man die an, sondern das heißt, man hat irgendwie die komplette Oberfläche, die in dieser Management-Oberfläche drinsteckt, den Source-Code hast du, indem du zum ersten Mal diese Seite aufrufst. Und selbst wenn du dich halt nicht einloggst, du kannst den Code angucken und da fiel dann halt eben auch wieder eine Kundendatenschnittstelle raus und ups, ein Kundendatenleak. Und das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Pattern bei diesen ganzen Verleihern. Aber auch da zeigt sich halt schön so, man kann in so Sachen, vor allem Mobilität betreffend, einfach mal reingucken. Und das ist, es wird immer einfacher. Also man muss mittlerweile gar nicht mehr zum Schraubenzieher greifen. Es reicht, wenn man sich halt irgendwie die Webseite oder die App von denen ein bisschen genauer anguckt. Ja. Ein paar Monate danach haben wir tatsächlich nochmal irgendwie so klassische Recherche gemacht, also auf den Jobangebotsseiten der ganzen Sharer mal deutschlandweit geguckt, so, die schreiben immer aus, wir hätten hier gerne einen Operations Manager oder Menschen, die sich um unsere Roller kümmern und haben da dann halt einfach hier eine klassische Data Wrapper Karte und dann noch die Daten unten eingebettet als Google Sheet veröffentlicht, so wo werden welche Anbieter hinkommen. Und das Feedback war lustigerweise an der Stelle halt auch mehr so ein, jetzt gar nicht von den Anbietern noch am wenigsten, sondern eher von den Städten, die plötzlich so, oh Gott, ihr wisst, dass zu uns Scooter-Sharer kommen. So, ja Leute, das hättet ihr halt auch rausfinden können. So, das kann man googeln. Und das war halt so die erste Übersicht. Danach hat es irgendwie Agora Verkehrswende und diverse andere haben sowas monatlich weitergeführt. Einfach so Statistiken, so wer kommt wahrscheinlich wohin. Und ja, da halt Daten dazu veröffentlicht. Und was wir im Hintergrund halt weiterhin gemacht haben, ist von jedem Scooter-Sharer, der irgendwie aufgetaucht ist, halt die API genommen und einfach mal weggespeichert. So wie damals bei MVG-Bike, so wie damals bei O-Bike. Und dann sind halt, ist eine Kooperation mit dem RBB passiert und die haben uns angesprochen, inwiefern wir da mal Berlin-Mitte auswerten können, haben ihnen halt die Daten rübergeschoben. Die haben dann eine relativ schöne Karte und auch nochmal so eine Animation gebaut und da war irgendwie schon so große Augen und es ist tatsächlich irgendwie, gut, es ist Berlin, aber es dann tatsächlich hat sich irgendwie überregional verbreitet. Und einen Monat später oder so kam dann der zweite Artikel raus mit, wow, jetzt sind es halt nicht mehr 2200, sondern irgendwie 9000 E-Scooter. Und lustigerweise hat sich dann jemand vom Bezirksbürgermeister Berlin-Mitte gemeldet, die halt meinten so, ihr habt Daten, wo Scooter stehen, so, wir wissen das nicht. Also da stehen Scooter auf unseren Straßen, wir haben keine Ahnung davon, können wir die haben, können wir mal drüber reden. Und das ist halt so ein wiederkehrendes Ding,
mit, leider haben Städte keine Ahnung davon, was bei ihnen auf der Straße rumsteht. Also vor allem in so einem ganzen Sharing-Bereich. Jetzt mit den Scootern und mit den Leihfahrrädern ist es halt ein Ding. Carsharing könnte besser funktionieren, weil irgendwie muss man da ja auch Parkplätze loswerden, aber da ist halt echt kein Überblick. Und ich glaube, da erzählt dann Stefan nachher auch nochmal, was Städte da tatsächlich tun können, um da mal wieder Ahnung von zu kriegen. Und was wir mit den Daten dann halt auch gemacht haben, ist, Consti hat eine relativ schöne Animation gebaut. Tatsächlich, wir hatten die Daten vom Launchtag von Lime in Dresden. Die Scooter haben wir lustigerweise auch gefunden, weil sie einen Tag vorher in der API plötzlicherweise in so einer Lagerhalle aufgetaucht sind. Und dann war klar, okay, die werden jetzt diese Woche irgendwie auftauchen. Und dann haben wir die Daten halt weggescrapt und Consti hat hier die Animation draus gebaut. Das sind natürlich keine echten Fahrten, wo man jetzt genau sieht, wo die Leute langfahren. Es ist wirklich nur der Startzeitpunkt und wo der Scooter stand und der Endzeitpunkt und wo der Scooter steht. Und das dazwischen ist einfach optimales Routing auf OpenStreetMap-Basis. Aber es zeigt halt trotzdem schon recht gut, so Leute fahren von wo nach wo. Und es wird halt dann, je weiter man hintergeht, immer mehr. Und da kann man sich dann natürlich auch so Fragen stellen, wie, warum machen Leute diese Fahrten oder was ist an der Stelle? Ist da irgendwie, keine Ahnung, Schule, ein Bahnhof, was auch immer. Aber die Frage war jetzt so, nochmal zurückzukommen, so, warum sind Mobilitätsdaten eigentlich total interessant? Weil Mobilität halt nicht immer so hübsch aussieht und funktioniert. Und das ist, sehen wir hier auch, sehr gut gemeint, aber meist kann man da halt irgendwie nochmal eine ganz kräftige Schippe oben drauflegen. Und außerdem stehen da draußen immer noch zu viele Autos. Und was kann man machen? Also jetzt so tatsächlich so in eurer Stadt. Das fängt simpel an bei Reisezeitmonitoring. Da habe ich vorher ein Beispiel ausgebuttelt von Chris Evan aus San Francisco. Der hat sich tatsächlich die Echtzeitdaten von den Bussen dort genommen und hat einfach mal Echtzeitdaten bzw. Verspätungsdaten einfach nur weggeplottet und zwar immer für dieselbe Strecke. Und so sieht man halt, dass so eine Busfahrt üblicherweise zwischen halt 30 Minuten und knapp einer Stunde sich ziehen kann. Und das ist halt, da kann man dann natürlich nochmal drüber nachdenken, so warum ist das so? Und was kann man da vielleicht halt auch tun, damit es nicht mehr so ist? Also braucht man priorisierte Busspuren? Muss man sich irgendwas anderes überlegen? Und sowas überhaupt mal aufzuplotten und den Leuten zu zeigen, ist halt irgendwie so, dann fängt man halt plötzlich irgendwie an, drüber nachzudenken. Und das ist davor halt, sehe ich jetzt nicht so. Genau, Echtzeitdaten muss man dafür halt haben oder halt zumindest Verspätungsdaten. Wir haben in Ulm die relativ gute Situation, dass wir hier halt diese Echtzeitauskunft haben, wo sich die Dinger normalerweise auch rumbewegen würden. Und das kann man halt auch, also die API dahinter kann man halt auch abfragen und wegspeichern. Und ich glaube, seit mittlerweile in einem Jahr tun wir das auch und da können wir mal irgendwie Analysen drauf machen, mal gucken. Der Klassiker, was man halt wunderbar zeigen kann, ist so Erreichbarkeit. Und das ist wirklich der Klassiker, weil das ist halt Mapnificent von Stefan Wehrmeier. Das zeigen wir jetzt irgendwie auch schon seit 5 Jahren. Das Tool nimmt Sollfahrplandaten. Also für alle Städte in Deutschland, wo wir mittlerweile Sollfahrplandaten haben, und das ist seit ein paar Monaten, haben wir zum Beispiel komplett Baden-Württemberg auch, was sehr, sehr großartig ist, kann man in diesem Tool klicken und dann tauchen so Kreise auf. Und diese Kreise zeigen an, wie weit man in 15 Minuten zu Fuß und mit dem ÖPNV kommt. Und das zeigt dann halt zum Beispiel auch so Bubbles wie da unten. Da fährt halt irgendwie ein Bus hin und dann kann man halt irgendwie die restliche Minute, die man übrig hat, noch laufen. Aber die ganze Strecke dazwischen, die halt irgendwie grau ist, die ist tot. So, da kommt man halt nicht innerhalb von 15 Minuten hin. Und das ist halt auch wieder was, das kann man Leuten zeigen und mal drüber nachdenken, ob das nicht einfach besser müsste. Weil klar, mit dem Auto kommt man da hin, aber mit dem ÖPNV innerhalb von 15 Minuten halt nicht. Und irgendwie, das sollte nicht so sein. Das Ganze, so Dinge zerlegen, habe ich jetzt mal einen Einschub. Man kann nämlich einfach App-Traffic angucken. Und das ist wirklich was, das können zumindest Personen, die jetzt gerade ein iPhone dabei haben, tatsächlich jetzt auch tun. Also es gibt die App namens Charles. Da werden wir gleich ein Bild von sehen. Das, was man jetzt hier gerade sieht, ist die Mobility Insight. Das ist irgendwie das große neue Versprechen vom VDV, irgendwie Mobilität in ganz Deutschland jetzt besser zu machen. Mal gucken. Das Schöne ist aber halt, während ich diese App ganz klassisch benutze und irgendwie da
Dinge rumtippe, wird halt oben in der Leiste schon angezeigt, da läuft so ein VPN. Und da läuft gar kein VPN, was nämlich tatsächlich im Hintergrund läuft, ist die Charles-App, die hier, da sieht man es, jetzt auch mit, einfach auf, also die installierst du aufs Telefon mit drauf, die läuft im Hintergrund und die bricht an der Stelle tatsächlich HTTPS, guckt sich alle Anfragen an, die da so passieren und dann kann man halt wirklich schön in die einzelnen Anfragen reingucken, die so eine App macht. Das heißt, dieses ganze komplizierte Setup mit, ich muss da noch irgendwie einen Rechner hinstellen und ich muss so ein Man-in-the-Middle-Proxy bauen und was auch immer, das kann man mittlerweile halt von unterwegs auf dem Telefon und zum ersten Mal reingucken und irgendwie so ein bisschen drin wühlen, ist es halt ganz angenehm. Ja. Und dann passieren halt so Sachen wie da, dass das jetzt hier der API-Key von Mobility Insight für den Ding ist. Kann man brauchen, wenn man möchte. Eine weitere Sache, wie man an Dinge kommt, ist natürlich ganz klassisch so im Journalismus, klar, Presseanfragen. Im weitergehenden Bereich würde ich aber auch immer sagen, so nehmt bitte das IFG, dafür haben wir es auch da, Informationsfreiheitsgesetz. Man kann zum Beispiel über Frag den Staat so schöne Sachen fragen wie Parkautomaten, zum Beispiel Einnahmen von Parkautomaten. Also I'm sorry. Menschen fühlen sich angesprochen. Also man kann Einnahmen von Parkautomaten fragen. Oder wo stehen die Dinger überhaupt? Oder wie, gut, wie häufig werden sie geleert, ist vielleicht nicht so ein Ding. Aber wenn euer Parkautomat nur Münzen frisst, was kostet das eigentlich, die wieder aufs Bankkonto einzuzahlen? Und warum nimmt er keine Karte? Und einfach auch so eine, die Dinger locken sehr, sehr viel weg. Also wer es nachher sehen möchte, wir haben da einen unten stehen. Da kann man allein mit den ganzen Sachen, die der so tagtäglich sammelt, kann man sicher auch schöne Auswertungen machen. Wie ist eigentlich so das Parkverhalten in einer Stadt? Anderer Klassiker, wie man an Daten rankommt, OpenStreetMap. OpenStreetMap hat hier Overpass Turbo. Das ist eine relativ komplexe Abfragemöglichkeit für alle Dinge, die irgendwie in OpenStreetMap drin sind. Das Schöne ist aber, da oben gibt es so einen Wizard-Knopf und dann kann man im besten Fall natürlich sprachlich eintippen, was man möchte, wie jetzt hier Fahrradständer. Und dann generiert er da links so einen Query und führt den dann aus. Und dann haben wir rechts halt instant eine Karte mit allen Fahrradständern in Ulm. Also zumindest die, die in OSM gemappt sind. Und das ist dann halt auch wieder der Punkt so, sind da alle gemappt? Müsste man rausfinden. Und vor allem sieht man halt Gebiete, wo es keine gibt. Und dann ist halt auch da wieder die Frage so, warum haben die Menschen auf dem Eselsberg offensichtlich nicht so viel Fahrradständer? Und was bedeutet das für die Mobilität von den Leuten dort? Also immer so sich die Frage stellen, was löst das aus, wenn wir das sehen oder wenn wir halt Sachen nicht sehen? So, und jetzt kommt der Moment, wo ich keine Notizen mehr habe. Und sonst ist es ganz klar halt so Dauerbrenner-Geschichten, also wie Parktickets, was lustigerweise drauf gekommen bin ich, weil ich eine Auswertung gesehen habe aus New York City, die veröffentlichen, also jetzt nicht Parktickets aus dem Parkautomaten, sondern die veröffentlichen halt Strafzettel. Und das sogar relativ detailliert, das heißt, wir sehen hier sogar irgendwie tatsächliches Kennzeichen. Die Dinger sind tagesaktuell und hinten steht dann auch noch irgendwie Violation Code, also was genau der Grund war und so Sachen wie Marke und Farbe und was auch immer. Und das sind dann halt durchaus Sachen, wo Leute einerseits so analysieren, so ist das, stimmt das alles? Und auf der anderen Seite halt auch analysieren, so da parken Leute immer an derselben Stelle. Und es ist denen offensichtlich egal, Parktickets dafür zu kriegen. Was bedeutet das insgesamt? Ist vielleicht ein Parkticket in meiner Stadt günstiger als ein Tagesticket in irgendeinem Parkhaus? Warum ist das so? Und muss das nicht weg? In anderen Städten habe ich sowas schon mal gesehen, ja. Ja, ja. Aber also gerade leuchtet mich gerade, weil das ist ja total sinnvoll. Das ist ja eine mega Diskussion. Wusstet ihr, dass Frage den Staat auch jetzt Massenanfragen machen kann? Zum Beispiel an alle Kommunen in Baden-Württemberg. Und?
Also nicht nur Massenanfragen, da auch der kleine Frag den Start Werbeblock. Das Teil hat jetzt ein Team-Feature. Also genau für Datenjournalismus-Teams. Man kann sich irgendwie bei Stefan und Arne melden. Die können einen dafür freischalten. Und dann kann man halt auch irgendwie zu fünft oder zu sechst auf dieselbe Anfrage drauf gucken und sich auch drum kümmern. Also halt Status setzen, wenn ein Brief eingeht und so weiter. Das ist ultra sinnvoll. Support your local, fragt den Staat. Ja. Genau, und das Witzige an der Geschichte und jetzt halt auch, was ihr vielleicht halt gesehen habt, immer mehr Städte führen halt so Sachen wie Handyparken ein. Wenn man Handyparken einführt, bedeutet das, dass man halt Infrastruktur dafür haben muss. Und das bedeutet mindestens, dass irgendjemand mal erfasst haben muss, wo sind welche Parkzonen und wo sind vielleicht sogar welche Automaten. Das kann man anfragen. Also nur weil irgendjemand eine fancy App launcht, bedeutet das halt auch meist, da liegen Daten dahinter, an die man rankommt. Also entweder durch Zerlegen oder durch Fragen. Das kann man auch sehr schön spielen. Genau, da sollte jetzt noch eine Slide reinkommen mit Mobilität ist für mich halt irgendwie so ein, also doch ein Dauerbrenner. Das heißt, man kann auch da ruhig sehr, sehr low-levelige Sachen machen, wie ich bin eine Lokalzeitung, ich habe eine Straßenbahnlinie und alle drei Tage nimmt die Straßenbahn ein Auto mit, weil wieder irgendjemand nicht geguckt hat und halt da reingefahren ist. Und das heißt, man kann da halt auch durchaus, ich weiß nicht, ob das dann halt schon als Aktivismus gilt, aber man kann durchaus auch so einen Bereich in der Seitenleiste oder unten rechts mal reservieren. 3 Tage seit dem letzten Straßenbahnunfall. 9 Tage seit dem letzten Straßenbahnunfall. Um halt auch Menschen mehr irgendwie das mal sichtbar zu machen, was da eigentlich passiert. Was da, also ist ja dann vielleicht auch eine Forderung zu sagen, hey, vielleicht muss der Autoverkehr da weg. So, kann halt da nicht bleiben. Und daher ganz, ganz wichtig, hinterfragt Mobilität in eurer Stadt. Und halt nicht nur irgendwie auf App-Basis, sondern halt auch wirklich, was ist da, warum haben wir es da und warum haben wir gewisse Sachen einfach auch nicht? Und warum ist es so und sollten wir sie nicht eigentlich haben? Und sollte das nicht besser sein und müssen Autos nicht eher einfach weg? Und das Ding ist ein Thema. Und das Ding ist garantiert deswegen schon ein Thema, weil der Tagesspiegel vielleicht auch so dreist ist und dir einen täglichen Newsletter für sehr viel Geld verkauft. Von daher, das funktioniert auch irgendwie in kleineren Redaktionen und das ist halt was Leute durchaus interessiert. Und halt auch dauernd interessiert, würde ich mal behaupten. Und damit würde ich abschließen. Honk. Punkte lesen. Ja. SUV in the lake. Dann darf Stefan weitermachen oder mich mit Fragen bewerfen. Also also vielen Dank, ich glaube, da waren extrem viele ganz konkrete Anregungen dabei. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, aber ich glaube ganz viel, was, ich glaube, dieses Thema mal zusammen was sich überlegen und gemeinsam anfragen, ist ja hier auch eine Idee von der DDJBW. Was auffällig war, es ist ja sozusagen, die Leute, die sich mit offenen Verkehrsdaten auseinandersetzen, sind ja oft dezidierte Autogegner. Wie ich es auch bei dir meine, herausgehört zu haben, an einigen Andeutungen. Aber tatsächlich finde ich es frappierend und auch ein gewisses Problem, dass man ganz viele Daten zu Fahrrädern, E-Scootern, Bahn, Bus etc. hat, aber halt quasi nie zum Autoverkehr. Ja. Und ich weiß, dass der Traffic Layer von Google Maps, den könnte man auch sozusagen einbinden und sozusagen die aktuelle Stausituation abzubilden, ist halt nicht sehr originell. Vor allen Dingen kommt man nicht an die dahinterliegenden Daten, soweit ich weiß. An die von Google nicht. Und du könntest jetzt, und ich würde dich gerne ködern oder anreizen mit dem Ding, dass man halt immer nur von Verspätungen bei der S-Bahn zum Beispiel hört oder bei Stadtbahnen. Und das macht, glaube ich, über die Langzeitbetrachtung, weil es ist ein Dauerbrenner, den Leuten oft den ÖPNV-Madig, weil sie halt hören, da funktioniert es ja nie.
würde man täglich mit ähnlich guten Daten über Staus berichten können, könnte man, glaube ich, extrem vielen Leuten das Autofahren richtig madig machen. Aber was ist der Ausweg? Wie kommen wir an die Daten? Wir haben was wir haben, sind auf alle Fälle Daten von Autobahnen, da wo diese Bluetooth-Zähler hängen. An die müsste man IFG-mäßig rankommen. Also wenn sie nicht eh schon in irgendeinem obskuren DATEX-2-Format im MDM veröffentlicht sind. MDM ist dieses Mobilitätsdatenportal des Bundes. Es ist purer Schmerz. Es gibt Rapper dafür. Es gibt mindestens einen Ernesto, den man sehr gerne fragen kann zu diesem ganzen Ding. Ernesto Ruge hat zum Beispiel Politik bei uns gemacht. Findet man aber zum Beispiel, wenn man nach DATEX 2 googelt, ist ein Blog das dritte Ergebnis. So. Also ich habe mir die Tage da mal einen Account geklickt. Das ist, es ist Schmerz, aber es liegen durchaus auch so Baustellendaten und sowas drin. Also das waren die Tracker von den Autobahnen. Kommunaler wird schwierig. Da ist nicht viel vorhanden. Was halt vorhanden sind, sind so Zählschleifen vor Kreuzungen zum Beispiel. Da ist es so, dieses Ding sammelt Daten. Dann ist die nächste Frage, verarbeitet die Stadt die Daten weiter? Also speichern sie sie selbst überhaupt weg oder fallen die halt instant weg, weil sie nur Ampelsteuerung damit machen? Ja, da kann Stefan noch mehr erzählen. Und dann ist natürlich, aber das ist natürlich durchaus mal ein Ansatzpunkt, so auf eine Stadt zuzugehen und sich das Ganze mal erklären zu lassen, wie funktioniert das eigentlich? Und auch durchaus zu sagen, so wir hätten das halt gerne als Open Data, weil da ist kein Personenbezug da, da kann man Spaß mit haben. So. Die Zähler haben wir. Selber zählen ist immer noch ein Ding. Also halt nicht irgendwie eine Horde Rentner und Studenten organisieren, die sich mit Klickern irgendwo hinstellen, sondern halt, ja, es ist irgendwie so ein Bauchgefühlsding, aber man könnte jetzt halt den Pax-Counter irgendwo hinhängen. Computer-Vision-Kamera-Sachen machen, da gibt es lustigerweise vom Moofle eine interessante Anleitung, wie man das mit ja, insgesamt, keine Ahnung, 300-400 € Hardware halt hinbekommt. Also selber so Kameradinge zu tun. Hast du noch eine Idee? Also ich bin neulich erschrocken, da hat am Sonntag Neues gesagt, in den letzten paar Jahren hat Köln 10.000 Neuzulassungen von Autos. Das heißt, wir haben 135.000 Einwohner und 75.000 Pkw. Und ich gesagt, was ist passiert? Das ist so. Frage wiederholen, was ist passiert, dass wir jetzt so einen massiven Ansprung in den Zulassungszahlen haben? Also wir haben irgendwie große Nummer an Menschen in Ulm, noch nicht ganz so große, aber sehr große Nummer an PKWs. Was ist da passiert? Und tatsächlich sind Zulassungszahlen total interessant. Da gibt es eine andere Blase, die sich da massiv drauf stürzt. Das ist diese ganze E-Mobilitätsblase, die halt natürlich irgendwie versucht nachzuweisen, dass Leute gefälligst Teslas kaufen sollen. Aber das ist, also die sind interessiert an den Daten, von daher ist es das Kraftfahrtbundesamt und teilweise auch die lokalen Zulassungsstellen so Anfragen nach Zulassungsdaten, teilweise tagesmonatsgenau auch durchaus gewöhnt. So, die kann man nerven. Und die sollte man vielleicht auch nerven, um auch da einfach nur mal so ein Abbild rauszufahren. Wenn wir schon Autos in der Stadt haben, hat vielleicht in den letzten 5 Jahren der SUV-Anteil einfach nur krass zugenommen und passt es zu der Infrastruktur in unserer Stadt? Und nein. So Sachen halt. Selbe Geschichte, ich kann es nur aus Frag den Staat-Ecke betrachten und was ich halt zu Scootern angefragt habe, sie antworten sehr verspätet, wollen sehr viel Geld und es wäre Zeit, denen eine Klage reinzudrücken. Also das ist auch das, wo Arne an anderen Stellen schon dran ist, nicht unbedingt beim KBA, aber ich glaube, es gibt jetzt eine neue Taktik mit du kannst jetzt schon verspätet antworten, dann zwingen wir dich halt mit einer Klage zu antworten. Hier ist eine Liste der Köpfe, die wir bereits besitzen. Das scheint sich jetzt gut zu machen. Genau, also da gibt es einen ganz konkreten Fall von wegen so nach dem Motto, sehen Sie hier, ich bin bereit, das mit einer Klage durchzusetzen. Wollen Sie das wirklich? Haben Sie Zeit dafür, die Ressourcen? Wenn Sie jetzt Streit wollen, ich bin bereit.
So. Und der Punkt da ist, um da auch nochmal so ein bisschen Frag den Staat Werbung zu machen, eure Redaktion muss es im Zweifel nicht zahlen. Also es gibt ein Klagebudget mit Transparenzklagen und es gibt auch, wenn es in irgendeiner Art und Weise für die Wikipedia relevant sein könnte, auch Unterstützung von Wikimedia Deutschland dafür. Also so scheut dann nicht, wenn die nicht liefern, redet mit Arne. Es gibt Wege und Möglichkeiten, die dazu zu bringen, zu liefern. Und das eignet sich ja auch immer wieder für Meta-Stories. Also das, vielleicht ist es auch in der Redaktion das Geld wert, das auszugeben, allein schon damit in der Zukunft der Weg einfacher ist. Also dann die andere Frage wäre natürlich, muss man über das KBA gehen oder geht man einfach über die regionalen Zulassungsstellen und arbeitet sich von bottom up praktisch hoch für das Sendegebiet zum Beispiel dann da? Weitere Fragen? Da würde ich einfach ganz kurz, danke ja. Maxi. Dann mache ich aus der anderen Richtung noch so ein bisschen so einen Policy-Überblick einfach. Also wo eigentlich was zu holen ist. Jetzt ist das Ding in Ruhezustand gegangen, das ist ja absurd. Wenn man seinen eigenen Rechner nicht im Griff hat, kann ich mein das Klick-Dings haben? Das ist sehr freundlich. Jetzt muss ich das hier wegmachen. Badim. Na. Ich habe ein Stück Keksbrösel unter meiner F11-Taste, was das wieder kleinmachen von Dingen schwierig macht. Genau, also für den ganz großen Policy-Überblick so ein bisschen, ich bin schwäbisch, das heißt, ich habe hier einfach diese Slides von der Republika recycelt und mache eine andere Soundspur dazu. Der Überblick ist praktisch hier so groß denken, also vernetzte Mobilität statt Retrofuturismus. Also Hintergrund Retrofuturismus ist ja gerade dieses Ganze, wir machen selbstfliegende Autos und Flugtaxis und so weiter und so fort. Gestern habe ich auf Twitter gesehen, es soll einen Weltraumbahnhof geben. Und jemand auf Twitter meinte, so können wir nicht mal was richtig Zukunftsträchtiges machen, zum Beispiel Zahlungen mit EC-Karte auch unter 10 Euro. Also das sind so die Dimensionen für Deutschland eigentlich. Und der Kontext, weswegen ich das ganz, ganz spannend finde, auch wieder ein Twitter-Fund, ist aus der Pattern Language. Und da unten links steht es, dass dieses ganze Verkehrssystem, also es geht jetzt da um den öffentlichen Verkehr, aber es geht auch um, ich finde auch das Zusammenspiel, Autos haben auch einen Platz, vielleicht geht es dann mehr um Verteilungsgerechtigkeit, wie viel Platz ihnen zur Verfügung gestellt wird in Relation zu anderen Verkehrsmodi. Aber das Gesamtsystem funktioniert dann, wenn die ganzen einzelnen Verkehrsmodi ineinander greifen, wenn die vernetzt sind, wenn sie zusammenpassen und auch als Gesamtnetzwerk verstanden werden können und nicht einzelne Modi, die miteinander konkurrieren. Und ich meine, das ist halt jetzt irgendwie über 40 Jahre alt und wir stehen immer noch an dem Punkt, weil wir verschiedene Akteure haben, die da reinkommen. Und Effekte, die halt da passieren, also jetzt nochmal aus der Policy-Perspektive, dieses Bild ist mittlerweile auch irgendwie 30 Jahre Größenordnung alt aus Münster, wo man mal den Flächenverbrauch pro Verkehrsmodus mal aufzeigt. Also wenn Leute mit dem Fahrrad fahren, wenn sie mit dem Auto fahren. Und wir hören jetzt ganz viel immer, dass jetzt irgendwas kommen wird, so das selbstfahrende Auto, das automatisierte, Autos fahren immer von selber, das automatisiert fahrende Auto, das wird uns alle retten oder Uber wird kommen oder sonst irgendwas. Und dann kann man mal vergleichen, wie das aussieht von Auto zu Uber zu automatisiertem Auto oder auch elektrisch. Also der Flächenverbrauch ist halt immer noch dasselbe, egal ob das Auto jetzt selbst lenkt oder nicht. Und im Zweifelsfall sind die neueren auch ein bisschen größer. Und da ist auch wieder das Problem, wir warten auf die große Lösung. Also wenn erst das automatisierte Fahren kommt, dann wird alles besser. Und bis dahin haben wir halt keine Zeit mehr. Und derweil fahren wir irgendwie unsere Stadtgesellschaft irgendwie in den Abgrund. Und noch so ein Punkt, dass wir ständig dieses Problem haben. Also ich habe gestern auch wieder abgekotzt. Ein paar Leute haben es vielleicht gesehen. Das ist ein bisschen undiplomatisch. Dass da auf einer Bundesebene ganz tolle Lösungen vorgestellt worden sind. Geil, jetzt machen wir irgendwie hier das neue Portal auf Bundesebene neu und im Endeffekt kriegst du halt einen Antragsgenerator, wo du halt dann hinterher den Antrag vorausgefüllt runterladen kannst zum nur noch unterschreiben und ausdrucken und wegschicken. Und das ist so dieses Innovationstheater. Also du verkaufst irgendwas, was überhaupt nicht das Problem löst, als irgendwas Neues. Und was da tatsächlich buchstäblich passiert ist, dass Silicon Valley auf die Idee kommt, sie machen jetzt Uber, also nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte fahren andere Leute in der Gegend rum, verursachen damit sogar mehr Verkehre, weil sie ja wieder leer irgendwo in der Gegend rumfahren müssen. Dann fällt den Leuten auf, die sind gar nicht so krass ausgelastet, weil sie viele Leerfahrten haben. Dann können wir das auch optimieren, indem wir einfach so vordefinierte Abhol- und Abladpunkte machen. Und hinterher fällt irgendjemand auf, cool, das gibt's schon, das heißt Bus. Ja, also das muss man nicht irgendwie jetzt gerade der Privatwirtschaft überlassen. Und was da
was ich da das Krasse finde, und das finde ich halt auch aus journalistischer Perspektive, würde ich mich da freuen, wenn da ganz viel Aufmerksamkeit drauf wäre, dass wir da so ein Konkurrenzgehabe haben, dass wir diese vermeintlichen Innovationen, dieses vom automatisierten Fahren über elektrische Autos, sonst irgendwie, dass wir in der öffentlichen Debatte sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Ressourcen, also die Ressourcen im Sinne von Aufmerksamkeit, wie aber auch von stadtplanerischem Budget, sowohl was Zeit wie auch was Geld angeht, abziehen von klassischen Modi, die wir einfach schon haben, um einfach effizienter Leute von A nach B zu transportieren, die dann aber einfach hinten runterfallen, weil halt dann für den, keine Ahnung, für den Radfahrstreifen oder den die priorisierte Buslinie, den priorisierten Busstreifen keine Ressourcen mehr übrig war, weil man halt diese krasse Ampel bauen mussten, die da dahinter sind. Und was da dazugehört, ist dieses die Externalisierung möglichst aller Kosten. Also wir haben so das Entrepreneurship, dass dann Leute reinkommen, wie gerade bei den Scootern. Das heißt, das sind Leute, die irgendwie den Hintern voll VC-Kohle haben. Die sind dazu gezwungen, mehr oder weniger so möglichst weit zu expandieren und ihre Roller überall abzuwerfen. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, auf welchen Geschäftsfeldern die unterwegs sind. Die sind genau auf den Geschäftsfeldern unterwegs, wo ich möglichst viele Kosten externalisieren kann. Also die machen nicht etwas, also das ist schon ein Bus, was sie da fahren, aber das ist natürlich der Bus für das Bevölkerungssegment, das nicht mit irgendwelchen Leuten in einem richtigen Bus sitzen möchte, die vielleicht sogar übel riechen, sondern die möchten diesen privaten Bus haben, den Limousinenservice im Endeffekt, wo sie halt zu viert rumgefahren werden mit anderen Leuten, die sich leisten können, damit rumzufahren, während im Endeffekt die ganzen externalisierten Kosten, also Flächenverbrauch, Gehwegparken, also auch ganz toll, Scooter sind Gemeingebrauch, weil es ja eben keine Sondernutzung des öffentlichen Raums ist, sondern jeder kann den Scooter hinstellen und die Stadt muss sich hinterher darum kümmern, ob ich noch genügend Raum habe. Übrigens auch eine witzige Diskussion, bei Autos fragt sich das niemand, aber bei Rollern auf einmal schon, der Flächenverbrauchfrage. Und deswegen, weswegen ich auch gerne mehr Aufmerksamkeit auf diesem Verhältnis von öffentlicher Hand zu Privatwirtschaft hätte, ist so dieses Grundprinzip, dass immer wieder Akteure auf den Markt kommen, die sagen, wir sind die Rettung und wir stellen uns hin, wenn wir nur hinterher der sein dürfen, die alle Daten, wir nehmen alle Daten entgegen und dann veredeln wir die. Also veredeln heißt dann meistens, dass sie sich konzentrieren bei sich und dann gegen Geld an andere rausgeben möchten. Wir hatten das Prinzip schon mal eigentlich, dieses Bildschirmtext. Kennt vielleicht noch jemand, dass da eine Firma, gut, damals ein Staatskonzern da ist und die sind der Gatekeeper, der alleinige Gatekeeper auf Daten und ich muss dann dafür irgendwelche Monatsgebühren, darf ich mir von denen die Daten holen. Da gab es dann diesen Gegenentwurf World Wide Web und Internet und so weiter, wo halt so dezentral das Ganze wäre, hat sich halt doch eher durchgesetzt, weil dann auch mehr Akteure mitspielen können und richtige Marktwirtschaft machen können. Apropos richtige Marktwirtschaft. Da gibt es nämlich auch so einen Akteur, die immer sagen, ja nein, also wir möchten den freien Markt, aber halt nach unseren Bedingungen. Das ist vielleicht auch mal ein Augenmerk wert. Wir haben in Deutschland eine sehr vielfältige Verbundlandschaft, je nach Bundesland. Es gibt Bundesländer, wo sich zwei Bundesländer einen Verkehrsverbund teilen, zum Beispiel Berlin-Brandenburg. Wir haben in Baden-Württemberg die Situation mit irgendwie über 20 Verkehrsverbünden. Die ganze genaue Zahl weiß, glaube ich, niemand so richtig, ob es jetzt, manche sind ja auch nur Tarifverbünde, weiß nicht. Und da finde ich auch ultra spannend, mal anzugucken, wer entscheidet da eigentlich? Also wer entscheidet, wer wie viel Geld bekommt? Wie viel Transparenz ist eigentlich dahinter, seitens zumindest der demokratisch legitimierten Institutionen. Im Endeffekt ist ja durch das Regionalisierungsgesetz war ja die Idee, dass die Gebietskörperschaften, die bezahlen dafür, dass dann auch Verkehr passiert. Manche machen es eigenwirtschaftlich wiederum, das ist dann die zweite Variante, aber auch die möchten das eigenwirtschaftlich machen, aber möglichst keine Konkurrenz von Dritten kriegen. Andere Sachen werden wieder vergeben. Dann gibt es öffentliche Mittel über die Personenbeförderungsausgleichsverordnung, ein sehr schönes Wort. Dann gibt es auch Zuschüsse, öffentliche Zuschüsse. Aber wer weiß eigentlich, wer was wo hinterher bekommt? Wie sieht das eigentlich aus und wer bestimmt, wer wo fährt? Also das ist eine Frage, die ich einfach mal in den Raum stelle. Ich habe Antworten, die ich hier nicht preisgeben darf, aber ich finde das ein interessantes Thema. Und generell scheint da auch immer so der Anspruch dahinter zu sein, dass auch wenn der VDV irgendwas normiert, wir haben gerade Mobility Insight gesehen, das ist sogar eine sehr, also für unsere Verhältnisse finden wir überraschend gute Lösung, die da gemacht worden ist. Was normalerweise aber eigentlich passiert ist, dass dann auch irgendwelche Akteure auf den Markt kommen, die sagen, wir stellen uns schon in die Mitte, wir möchten aber monopolisieren, wir möchten der einzige Anbieter sein, der das tut, hinterher nichts rausgeben, keine Ahnung, BTX in neu gespielt. Was ich gerne hätte, wäre, kennt jemand von euch dieses Manifest für technologische Souveränität der Stadt Barcelona?
Das kam von Francesca Bria, ist ja da lange Zeit in der Stadtverwaltung tätig gewesen. Und die sagt, sie möchte eigentlich die Öffentlichkeit, wenn es um solche Themen geht, so aufstellen, dass man Dreiklang macht aus nämlich Open Data, freie Software, wo es irgendwie geht, und dann offene Standards, damit man da interagieren kann, um dann Dinge rauszuziehen, also um die beiden Pole miteinander zu verknüpfen. Und um mal zu zeigen, was damit möglich ist, wir haben gerade, also Maxi hat vorhin erwähnt, jetzt wechsle ich, also die Stadt, nicht wir, sondern die Stadt Ulm, das sind ja die anderen, da gehöre ich ja heute in der Rolle nicht dazu, die hat da zwei Dinge angefangen, nämlich zum einen mal zu zeigen, was passiert, wenn wir Open Data als Grundlage nehmen für Verkehrsinfrastruktur. Da gibt es eine freie Software, DigiTransit heißt die kann man mit offenen Daten füttern, die ist im Hintergrund vollkommen auf freier Software bestehend, da packt man also die ganzen Sachen rein. Und dann bekomme ich eine Verkehrsauskunft und die kann ich weiter anreichern. Wenn zum Beispiel da Scooter-Sharer jetzt bei uns auf den Markt kommen und wir von denen diese Daten in GBFS-Format bekommen, wenn wir einen Bike-Sharer haben und die Daten im GBFS-Format bekommen, dann kann ich die alle da reinpacken. Also wirklich, es pflückt mir das dezentral zusammen. Ich brauche keine Datenplattform, das ist ja auch die Lieblings-Knee-Jerk-Reaktion. Sorry, ich möchte also von Entscheidern einfach, die dann sagen, oh, wir brauchen irgendwo, wo das dann konzentriert aggregiert wird, sonst irgendwie. Mir reicht es, wenn die irgendwo dezentral da sind und ich kann mir sie zusammensuchen. Das ist ja auch euer Anspruch, im Zweifelsfall herzugehen. Ich möchte da nicht irgendwie die BTX-Quelle wieder haben, ich hole mir es zusammen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie das aussieht, hier ist der URL, da könnt ihr mal drauf gucken, wie es ausschaut. Und jetzt kommt aber der spannendere Part, nämlich der Policy-Part, der auch ultra gut, finde ich, journalistisch begleitet werden könnte. Damit sowas funktioniert, brauchen wir offene Daten. In Ulm ging das relativ gut, weil wir damals halt auf Studieebene noch mit den Stadtwerken ziemlich gut geklüngelt haben und dann irgendwie den gemeinsamen Prozess definiert haben, wie man die Daten rauskriegt. Andere haben sich da sehr versperrt. Da kommt natürlich wieder das typische Ding raus, dass man einfach dann Leute nervt damit, also IFG-Anfragen, Presseanfragen, sonst irgendwie, da haben wir die Möglichkeit, also da hatten wir, das waren jetzt wieder Konsti, Maxi, Walter und ich, hatten eine One-Stop-Plattform gemacht, wo man also praktisch nervt deinen Landrat oder deine Landrätin as a Service. Du hast deine Postleitzahl eingegeben, hast dann rausbekommen, gibt es dort offene Fahrplandaten oder nicht, und konntest dann einen Brief generieren, um die halt dann, oder einen Fax, und konntest dann sagen, wir hätten gerne offene Fahrplandaten, um da damit runterzukommen. Was aber, glaube ich, viel, also das ging eine Zeit lang, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir grob, hätte ich gesagt, ein Viertel der Fläche in Deutschland erschlossen haben mit den Fahrplandaten. Was aber so von hinten sich langsam rangeschlichen hat, ist eine Frist, die für euch vielleicht spannend sein könnte. Es gibt nämlich die Delegierte Verordnung 2017-1926. Das ist eine Ergänzung zur Richtlinie 40 irgendwas, weiß ich nicht mehr. Also der Punkt ist, was die da machen möchten, ist, die möchten einen EU-weiten Rahmen für offene Daten in Mobilität herstellen. Und da gibt es mehrere delegierte Verordnungen, die halt dann definieren, was dann passiert. Und die 2017-1926 geht insbesondere auf diesen Verkehrs- und an der Stelle vor allem auf den ÖV-Bereich ein. Als Teil dieser ganzen Richtlinie müssen nationale Access Points eingerichtet werden, wo ganz viele Grunddaten bereitgestellt werden müssen. Und der Witz ist, dass diese erste, also das wird ist gestaffelt auf 4 Jahre, und die erste Staffel ist eigentlich am 1. Dezember 2019 müssen wir einen ganz großen Topf an Daten eigentlich bekommen über den nationalen Access Point. Das heißt zum Beispiel mal ein Grundstraßennetz, und perspektivisch kommen da genauso was wie Verkehrszähldaten, müssen da alles mit rein. Es kommen da auch drin, eigentlich müssten offene Fahrplandaten im NETEX- und Siri-Format auch ausgespielt werden können. Es ist eigentlich nur erlaubt, dass man ergänzend noch GTFS, was wir auf Rettet den Nahverkehr lange gefordert haben, da reinbringt. Ich habe blöderweise, weil das ist ultra krass, weil das halt diese Grundsache ist und dann nochmal 4 delegierte Verordnungen dazu mit Anhängen und so weiter. Und ich hatte bislang noch nicht die Zeit und Muße, mir komplett eine mentale Landkarte zu machen, was eigentlich wann kommen müsste, weil das auch zum Teil irgendwie national noch irgendwie beraten wird mit den Stakeholdern und so weiter. Aber langfristig gibt es da einfach einen rechtlichen Rahmen, der uns allen und euch vor allem ultra viel bereitstellen müsste. Und der Punkt ist, wenn das halt da ist, muss auch geliefert werden. Also ich weiß nicht genau, wie das ist im Sinne von, wenn es theoretisch da ist und irgendeine Körperschaft die nicht abruft, ob sie die dann auch dann befreien müssten, das weiß ich nicht. Aber das sind da auch, also allein die Frage zu beantworten, ist ja auch schon mal so ein Ding. Aber zum Beispiel, ich hatte vorhin angekündigt, so Verkehrszähldaten, es ist ganz viel ist so,
dass zum Beispiel an lokalen Verkehrsknoten, die haben ja alle eine relativ komplexe Lichtsignalanlagensteuerung, da gibt es Induktionsschleifen, manche davon sind auch mit Kameras tatsächlich, also dass mit Infrarotkameras dann erfasst wird, was, wo, hier. Da findet auch eine Klassifikation, also wenn es Kameras sind, kann man auch eine Klassifikation stattfinden lassen. Was davon sind Fahrräder, was davon sind PKW, was davon sind LKW bis so und so viel Tonnage und nach Achsen und so weiter und so fort. Sowas findet statt, also das kann man aus der Lichtsignalanlage auch direkt rausziehen, nur meistens ist es nicht der Fall. Weil zwar theoretisch diese Mengenzählung, also man könnte auch, wenn es Induktionsschleifen sind, kann man auch einfach nur eine Mengenzählung machen, aber die werden halt nur für die Beeinflussung der LSA benutzt und kommen aber nie raus. Das heißt, da ist auch schon ganz oft, bist du in einem Zustand, wo theoretisch ganz viel da wäre, was man auch für die eigene Verkehrsplanung innerhalb von irgendeiner Körperschaft nutzen könnte, wo aber die Körperschaft an sich selber sagt, jo, das ist halt nochmal eine andere Baustelle. Das ist auch die Frage, wer mit wem redet auch immer so dahinter. Und auch bei Open Data die Frage auch, was ist mit den ganzen privaten Akteuren? Also gerade wenn Leute eigenwirtschaftlich irgendwie Busverkehre betreiben, ein großes Kampffeld, auch bei der delegierten Verordnung, sind Carsharing-Anbieter. Da haben wir die Situation gerade, dass Carsharing-Anbieter, das ist total absurd, Carsharing-Anbieter haben eine gemeinsame Position, dass ihre eigenen Verfügbarkeitsdaten, also gerade auch bei stationsgebundenen Sharing-Systemen, wo stehen eigentlich zu welcher Zeit wie viele Fahrzeuge, dass das ein Geschäftsgeheimnis ist. Geschäfts- und Betriebsgeheimnis. Also die Informationen, die sie über ihre App an ihre Kunden ausspielen, sind Geschäftsgeheimnisse. Mit der Begründung, dass sie sagen, wenn unsere Mitbewerber, also wir sind wieder bei dem freien Markt, also theoretisch müsste der ja auch frei sein können und dann setzt sich der Beste durch, so habe ich das gehört, und der müsste ja auch transparent sein dafür. Also wenn ihre Mitbewerber wüssten, wann, wo, wie ihre Fahrzeuge benutzt werden, dann hätten die praktisch, könnten die irgendwas Schlimmes tun und sie aus dem Markt drängen. Was eigentlich theoretisch im freien Markt passieren können, also egal. Das Witzige an der ganzen Situation ist, dass wir von Dingen, die wir mal irgendwo aufgeschnappt haben, wissen, dass die ganzen Carshare das schon ständig tun. Also die scrapen schon ständig gegenseitig ihre Daten weg. Das heißt, wenn sie mit ihrer These recht hätten, dann wäre das schon längst passiert, was sie eigentlich verhindern möchten. Das heißt, das Einzige, was dann passiert, ist, dass Leute, die halt fragen vorher, ob sie die Daten nutzen können, Nein gesagt bekommen oder auch, dass man es offiziell nicht nutzen kann. Also Leute scrapen halt trotzdem. Ich habe letzte Woche oder gestern oder wann eine Meldung gesehen von BVG in Berlin, die sozusagen nicht aus ihren Fahrzeugen, sondern mit Teralytics, das ist so eine Kooperations- und Technikpartner von Telefonica, die also Handydaten, Handybewegungsdaten nutzen, so anonymisierte, ja. so Klumpen da, gucken, wie die rumfahren. Ja. Das ist ja, also per se natürlich auch eine extrem interessante Datenquelle. Zufällig hatte ich kürzlich Kontakt mit einer Vertreterin von denen aus dem Sales-Team und die hat auch schon gesagt, das ist alles sehr, sehr aufwendig und in dem Bericht, glaube ich, Tagesspiegel oder was war, dann stand auch der Kostenpunkt drin, die BVG zahlt dafür eine 250.000. Also das ist dadurch extrem teuer. Ich weiß nicht, ob man sozusagen in dem Moment, wo so ein öffentliches Unternehmen solche Daten kauft, ob man nicht dann in irgendeiner Form einen Hebel finden würde, da auch ranzukommen. Vermutlich nicht, oder? Das ist ultra spannend. Vor allem auch, weil, ich habe das auf Twitter verfolgt, weil dann auch Leute sagten, also hey, O2 Online, ihr habt da in einem Artikel gesagt, dass ich outopten kann. Ja, mache ich jetzt mal. Was soll ich jetzt tun? Also das ist auch mit diesem informierten Einverständnis relativ spannend. Genau, dazu, ich finde es mit dem O2 aus zwei Gründen auch total Banane, weil zum einen gibt es seit, ein großes Projekt, das von jemandem gestartet worden ist, der zufällig bei der Bahn arbeitet, aber auch ziemlich viel coolen Scheiß macht, so mit Technik ist. Es gibt diesen Pax-Counter, das ist so ein kleines LoRaWAN-Device, der halt pseudonymisiert über gehashte Bluetooth und Wi-Fi-IDs der Geräte so eine grobe Zählung der Personen abzuschätzen versucht, also nichts anderes, was O2 halt auch dann tut an der Stelle, und die halt wirklich dann, also nur die Summenwerte hinterher über LoRaWAN bemittelt, also insofern schon mal vielleicht datensparsamer als das andere. Und was mich sehr gewundert hat, das hatten wir auch, da waren wir mal im Abgeordnetenhaus in Berlin und hatten das mal besprochen mit den Leuten, das ist in Berlin offenbar ein Ding, dass die keine automatischen Fahrgastzählungen haben. Das ist wohl nach Verkehrsbetrieb relativ unterschiedlich. Also das ist im Standard, es gibt so einen Datenstandard für Onboard-Rechner in ÖV-Fahrzeugen.
seit den 1980ern ist schon normiert, dass man zum Beispiel über Achswagen oder auch über so Drittbrettsachen eine grobe Abschätzung der Belegzahlen eigentlich machen könnte und auch speichern kann. Und beispielsweise hier in Ulm ist so, dass grob 80% der Fahrzeuge auch mit so Kopfzählern ausgestattet sind. Das heißt, wenn du das Fahrzeug betrittst oder verlässt, wird über eine Infrarotsignatur einfach dann gezählt und die sind relativ genau und die können auch ausgewertet werden. Das Problem an der Stelle ist halt, eine IF-Anfrage an so einen Verkehrsbetrieb ist halt häufig, meines Wissens, nicht einschlägig, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg sind ja eh ganz viele Ausnahmetatbestände, würde nach meinem Dafürhalten ein städtischer Verkehrsbetrieb oft nicht unter das LIFG fallen. Spannend wäre natürlich herauszufinden, ob die Vergabegeber, die also in der Regel werden solche Leistungen ja auch vergeben, ob die in den Vergaberichtlinien festgelegt haben, dass die Vergabenehmer hinterher ihnen die Daten liefern müssen und der Vergabegeber als öffentliche Einrichtung wäre wieder LIFG anfragbar. Eventuell gibt es eine Gemeinderatsdrucksache für die Vergabe, wo das in Ulm reingeschmuggelt wurde, dass das geliefert werden muss. Zufällig. Habe ich gelesen, weil das kann man im Internet nachlesen. GD 411-18. Ich würde die nächsten Folien skippen, weil ich finde die Diskussion eigentlich viel spannender. Blablabla. Also das ist noch einfach nur informativ für die, die das nicht mitbekommen haben. Es gibt Mitfahrdezentrale. Das ist ein ziemlich cooles Projekt, finde ich. Die grasen Mitfahrgelegenheitsportale ab und übersetzen regelmäßige Fahrten, die dort in den Portalen eingestellt wurden, in dieses GTFS-Busfahrplanformat. Und dann kann man die wieder in eine ÖV-Abfrage mit einbinden, zum Beispiel als erste Meile hin zu einem Stadtrand von einem Gebiet. Wenn du halt irgendwo in Schnupflingen wohnst, wo zweimal am Tag der Bus kommt, dann kann man halt vielleicht mit jemandem in seinem alten VW-Bus bis zum Rand der Umweltzone fahren und dann da von da aus die Straßenbahn nehmen oder sowas. Das finde ich ganz spannend. Und zum Schluss nochmal so eine Policy-Arbeit-Frage auch von wegen, wie gehen Städte damit um? Wir sind durch diese vorhin benannten Radforschung-Leute, manche davon bewegen konnten, jetzt mal eine Fellowship zu machen, sind wir auf diese Rollershare-Reihe gekommen. Und was ich jetzt übernehme, was Maxi vorher nicht hatte, ist die Mobility Data Specification. Das ist ein Standard, der in Los Angeles entstanden ist. US-Westküste insofern da recht witzig, weil die halt sehr viele so Accessibility-Gesetze haben. Also das halt dann so, also zum einen, also das ist halt diese Rechtskultur an der Westküste und wo die auch sagen, wir möchten nicht, dass Sachen auf dem Gehweg rumstehen, die Leute im Rollstuhl negativ beeinträchtigen, weil wir dann einfach unsere Barrierefreiheit einfach eingeschränkt sehen. Und was bei denen rausgekommen ist, dass die zum einen möchten die auch wieder das GBFS haben, also wer bei ihnen Mobilität spielt, muss über eine öffentlich erreichbare Schnittstelle ausspielen, zum Beispiel wer sie sind, wie voll der Akku ist, was für ein Typ von Fahrzeug das ist. Ist es ein Fahrrad oder ist es ein E-Scooter, ist es überhaupt elektrisch angetrieben, sonst irgendwas in der Richtung und eben auch die Location. Und das heißt, damit kann ich halt schon mal von Grund auf, wenn so ein Anbieter da ist, sowas dann direkt einbinden. Da gibt es dann also freie Apps, die halt sowas anbieten können und spannenderweise ist sowas, also es muss eigentlich durch Policy auch gesichert werden, dass halt Drittanbieter sowas einbinden können, weil wir hatten jetzt in New York den Fall, dass ein Anbieter, wer war denn das wieder? Lyft hat einen dort seit Jahren bestehenden Stadtrad, also Bike-Sharing-Dienst aufgekauft und haben von einem Tag auf den anderen die Schnittstelle zugemacht. Die Buchungsschnittstelle war es an der Stelle, so genau. Es war die Buchungsschnittstelle. Das heißt, wir haben also einen Zustand, auf den wir in Deutschland noch hinarbeiten, ist da wieder rückgängig gemacht worden, weil so konntest du halt vorher über die Transit-App, über eine beliebige App halt Ticketing machen, dass du halt auch dieses Fahrrad entsperrst und konntest praktisch diesen barrierefreien bruchfreien von A nach B mit drei Verkehrsmodi über eine App dir klicken. Und jetzt sagen die halt, nein, wir möchten das, also wieder das BTX-Prinzip, wenn jemand bei uns Bikesharing macht, die sollen in unsere App rein. So dieses typische, wir teilen nicht mit anderen, wir sind nicht Teil eines übergreifenden Systems, sondern wir möchten, dass die Leute unsere heilige App nehmen, wo wir ihnen Push-Notifications schicken können und lauter so einen Scheiß halt. Also das ist so ein Ding. Und was über die MDS vor allem geht, ist so ein Prinzip, also das war ja auch dieses O-Bike oder Mobike? Welche waren das in München?
O-Bike. Das O-Bike-Prinzip, dass du da irgendwie das Zeug in Bäumen hast oder hier The Birds auch irgendwo an der Westküste. Und was eben über diese Mobility Data Specification auch geht, ist, dass du halt als Stadt oder als Verwaltung direkt sagen kannst, ich definiere jetzt Zonen, wo halt Fahrzeuge nicht abgestellt werden dürfen, wo sie besonders abgestellt werden dürfen. München war jetzt das Paradebeispiel zum Oktoberfest. Also neben dem Effekt, dass man ganz viele Menschen dem Straßenverkehr entziehen konnte, weil sie besoffen E-Scooter gefahren sind. Aber dass halt hier ich solche Zonen definieren kann und das ist halt ein ganz anderes Verwaltungsmiteinander. Also erstens mal, dass ich als Verwaltung hergehe und mir rausziehe, wo stehen die Fahrzeuge überhaupt, dass ich Auswertung machen kann. Das heißt, ich kriege halt wirklich auch Statistiken hinterher, wo Leute langgefahren sind, kann damit es auch in meine Verkehrsplanung einfließen lassen und kann sagen, wo sind Defizite sonst irgendwie und dass ich eben andersrum sowas auch ausspielen kann. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema, das man beackern kann. Wie ist es eigentlich, wenn Kommunen oder Landkreise sonst irgendwie verkehrsrechtliche Anordnungen rausgeben? Gesperrt vom so und so vielten bis so und so vielten. Haltverbot vom so und so vielten bis so und so vielten. Kriege ich das nur mit, wenn zufälligerweise am Wegesrand so ein Zeichen 283 auftaucht? Oder kann ich das vorher auch irgendwie über eine Schnittstelle abgreifen? Wäre doch eigentlich ultra witzig, wenn eine Stadt sowas automatisch ausspielen könnte, damit ich es auch in der OpenStreetMap sofort die Umleitungsempfehlung bekomme, dass ich da halt, wenn eine Straßensperrung ist, dass ich nicht durchfahren kann, sowas in der Art. Ja, das ist theoretisch. Ich kann auch ein Fax-Interface hinmachen, keine Ahnung. Aber es ist halt, also der Witz ist, es geht schon. Es gibt zum Beispiel so Fachverfahren, wo solche verkehrsrechtlichen Anordnungen gemacht werden. Kommunalregie heißt eins davon. Das hat offenbar seit 2 Jahren so eine Schnittstelle. Die könnten in diesen Mobilitätsdatenmarktplatz vom Verkehrsministerium einspielen. Ich weiß nicht, wo man da steht. Genau, und ich glaube einfach, den Teil überspringe ich tatsächlich. Also es gibt ein Free- und Open-Source-Bike-Sharing-System, das bei der Stadt entwickelt wird, was im CCC-Umfeld getestet wurde. Das ist gar nicht interessant, fällt ich gerade auf. Höchstens, dass in diesem Zelt mit Schraubenziehern auch Dinge getestet. Das dürfen wir nicht sagen. Fazit ist an der Stelle, was ich ganz spannend finde, einfach aus Policy-Perspektive, hinterfragt die Datenkontrolleure. Also erstens diejenigen, die privat sind, die halt vielleicht Wannabe-Datenkontrolleure sind, weil sie halt den Anspruch haben, das Ding an sich zu halten. Hinterfragt diejenigen, die vielleicht Daten generieren, aber momentan noch gar nicht wissen, wie sie die Daten rausholen können und rausgeben können und wie sie sie auch intern verwenden könnten, theoretisch. Oder halt ja irgendwie im Sinne von Technik ist irgendwo vergraben, aber man ist halt wirklich vergraben. Oder irgendwelche obskuren Schnittstellen, an die man nicht mehr rankommt. Und halt vor allem dieses Grundprinzip halt auch also auf der politischen Ebene nicht herzugehen und zu sagen, dass Daten irgendwie was Monopolisierbares sind. Also Daten sind halt kein Öl. Also Blockchain ist das Rizinusöl der Informationsgesellschaft. Okay, aber Daten sind halt nicht Öl, sondern das Grundwasser. Das darf halt nicht irgendwie von einem Akteur monopolisiert werden und dann irgendwie abgepumpt und den Leuten wieder verkauft werden, sondern wie kriegen wir es irgendwie hin, dass wir das alles also gemeinschaftsschonend gemeinschaftlich verwenden können. Okay. Das ist Zukunftsvision hier noch. Danke. DDJBW, wenn ihr mehr wissen wollt, drückt die Glocke und ansonsten...